So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part Let's Play SMP Life and Dream. So, ja, letztes Mal haben wir den Job Elektroniker ausprobiert und da das ja dann schon wirklich ziemlich lange gedauert hatte, eine Tour zu machen, das hätte ich eigentlich auf drei Parts aufteilen können. Habe ich doch nicht, oder? Doch, ich habe es auf drei Parts aufgeteilt, aber, oder? Es war auf jeden Fall ein bisschen zu lang. Deswegen suchen wir uns jetzt mal einen neuen Job, damit das schneller geht. Logischerweise. So. Licht brauchen wir noch nicht. Jetzt ist es 16 Uhr. Und wir müssen an die Ampelpflicht denken. Oh, das ist aber nicht mal Autogänge. Das hat auch letztes Mal noch keine Gänge. War da nicht letztes Mal nur die 2 oben gestanden? Ich habe mich gewundert, warum da nur eine 2 steht. Wer weiß. Wer weiß. Ja, es gibt noch nichts Neues von der Bewerbung beim LSPD. Da hat noch niemand geantwortet, der sagen kann, ob ich angenommen worden bin oder nicht. Also, da müssen wir uns noch ein bisschen geduldigen. Außerdem habe ich jetzt mal vermutlich eine Entscheidung bezüglich des Dingens, ne? Hier ist klar. Eine Sekunde mal kurz. Ich muss kurz. So, mein Mikro musste mal kurz hier anders hin. Und so habe ich eine Entscheidung bezüglich des Abonnenten-Specials, beziehungsweise der Abonnenten-Specials bezogen. Nein, jetzt war ich bei bezüglich. Warum war ich jetzt gedanklich bei bezüglich? Habe ich mich jetzt entschieden, was ich genau machen werde. Und zwar. Was hat da geblinkt? Und zwar haben sich zwei Leute gemeldet, die gesagt haben: Ja, geil, hier. Out of Life a Dream wäre eine ziemlich gute Idee, ja. Deswegen dachte ich mir so, okay. Out of Life a Dream. Das wird wahrscheinlich nächstes Wochenende sein. Genaueres dazu kommt dann in einem Infovideo. Ich schätze mal irgendwann Abend so 18 Uhr um das. Wie gesagt, das werde ich mir aber alles nochmal angucken. Okay. Okay. Er hat mich auf YouTube gefunden. Warum wollte ich jetzt Hallo schreiben? Statt Halle. Halle, Hallo. Das ist so ähnlich. So. Aber jetzt haben wir erstmal den Job kündigen. Und dann gucken wir mal, was es sonst noch gibt. Was ist denn ein Schornsteinfeger? Also, ich weiß natürlich, was ein Schornsteinfeger ist, aber. Was macht man auf Life? Wie meinst du? Ich glaube, ich habe das Wort Schornsteinfeger verschluckt, oder? Okay, wir probieren den Schornsteinfeger aus. Wir bekommen 7700. Vorsitzende sind keine, aber der Autoschein wäre praktisch. Okay, wir müssen anscheinend rumfahren. Yep. Und. Also, Jobfahrzeuge. Ja, und die Risiken sind vom Dach. Ich schätze mal Fallen. Gut, dann sieht das ja so aus, als wenn man hier sogar etwas mehr machen müsste als bei unserem vorherigen Job als Elektroniker. Und so auf auf Dächer klettern. Das wird bestimmt risikoreich. Naja, mal gucken. Oder es war nur so ein kleiner Spaß, aber ich glaube nicht. So. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo genau der Standort des Jobs ist. Showshop. So. Okay, irgendwo da oben. Ich dachte schon, die Ampel war rot, aber das war die Fußgängerampel. Ach, der ist in der Stadt, ne? Ich glaube schon. Und ich habe auf die Ampel geachtet. Okay, aber die wird sowieso gleich. Ja, grün. So, da vorne müssen wir gleich links. Das ist wahrscheinlich gleich da. Habe ich gerade, was für Fahrzeuge man als hier Schornsteinfeger hat. Weil gibt es irgend so ein typisches Schornsteinfeger Fahrzeug? Ja, aber da stand Autoscheinwerfer praktisch, kann ich vielleicht auch mit meinem fahren. Also nicht zwingend, sondern nur praktisch. Oder das Ganze ist natürlich so gemeint.
Oder das Ganze ist natürlich so gemeint, damit ich theoretisch auf den Häusern laufen kann, aber es stehen mir Jobfahrzeuge zur Verfügung, dass wenn ich nicht laufen will, da die Strecken wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen weit sein werden. Wo ist das denn? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da die Strecken wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen weit sein werden, wäre es besser, dann das Jobauto zu nehmen oder hinzufahren. Was immer noch nicht die Frage beantwortet, was ist denn ein typisches Schornsteinfeger-Auto? Ich schätze mal auch sowas ähnliches wie beim Elektroniker, weil wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, so ein Schornsteinfeger, der muss schon ab und zu so ein bisschen Utensilien dabei haben. So. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber es liegt doch im Bereich des Möglichen. Kann ich hier parken? Hier. Vor dem Bankautomaten wird bestimmt niemand ein Auto setzen. So. Dann stimmen wir uns das mal das Auto. Okay. Erstmal Joblog. Okay. Aha, das Auto heißt Utility, also war ich ja mit Utensilien gar nicht so falsch. Start, Schorn. So. Okay, du bist im Dienstfahrer, die verschiedenen Häuser ab und reinige die Schornsteine. Okay. Oh, Gänge. Also daran werde ich mich vermutlich nie gewöhnen. Also, vielleicht. Wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich gebe so, ich weiß es nicht. So, aber das scheint alles mehr ein ländlicher Beruf zu sein. Denn die Basis ist auf dem Land und das erste Haus ist, glaube ich, auch auf dem Land. Sieht meiner Meinung nach jedenfalls so aus. Und es würde mich jetzt auch wundern, wenn irgendwelche Hochhäuser in der Stadtmitte von Los Santos Schornsteine hätten. Also so richtige Schornsteine, wenn man noch so einen Ofen hat und so, ja. Ich meine, Schornsteine in jedes Haus, oder? Oder haben Hochhäuser Schornsteine? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich weiß, da ist ganz viel oben auf dem Dach drauf, so verschiedenes Zeug. Also sind das Schornsteine? Ich hab wirklich keine Ahnung. Wow, wieder vorbereitet wie sonst. Also okay, ich wusste ja auch vor 2 Minuten noch gar nicht, damit wir jetzt gleich diesen Job hier anfangen werden. Und ich bin langsam auch wirklich gespannt, ob wir es überhaupt noch zu irgendwas bringen werden. Ich muss mal gucken, welcher Weg kürzer ist. Ja, hier ist kürzer. Bitte, was? Warum muss ich denn als Schornsteinfeger in diese Grube da? Also wenn irgendwo keine Schornsteine sind, dann da unten. Ich bin gerade etwas verwirrt. Obwohl, warum eigentlich nicht? Oh, Zoll, hey, geil. Weiter rechts vorbei? Nein. Also wenn das mal nicht... Scheiße. Also wenn das mal nicht perfekt getimt war mit der vom Gas runter geh und Motorbremse arbeiten lassen Zeit. Nein, das war kein richtiges Wort. Ihr wisst, was ich meine. Die Zeit war perfekt getimed, gezeitet, in der ich vom Gas runter bin, damit die Motorbremse den Rest erledigt. Und da bin ich ja genau davor stehen geblieben. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Das kam mir so vor. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen soll. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Bugs mit den Jobs, wer weiß. Was? Also, das kam unerwartet. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht ganz das, was ich mir schon vorgestellt habe.
Aber das weiß ich ja nicht. Wie Schaltung blockiert. Ach, ich kann wahrscheinlich nicht so schnell schalten. Ja. Und nochmals der Zoll. Jetzt könnte ich ein Problem bekommen. Na, alles im grünen Bereich. Und am Schornsteinfeger Hauptquartier ist ja auch ein. Oh, jetzt halt schon wieder um. Ich fahre noch kurz zurück. Ist ja auch ein Bankautomat, also. Alles im grünen Bereich. Hoffe ich. Dann nehme ich mir gleich 1700 an, damit ich wieder 1000 auf der Hand habe. Das ist immer ganz praktisch, ein bisschen Geld dabei zu haben. Ich meine, man kann es ja immer mal gebrauchen, ne? Gut. Sollen wir fahren nicht wieder falsch, damit ich jetzt hier nicht wieder wie letztes Mal im letzten Part mit dem Elektroniker, nicht, dass wieder dieser Part 16 Minuten lang ist, weil ich Umwege wie sonst was war, obwohl vielleicht bin ich gar kein Umwege gefahren. Oder doch? Das. Achso, ha. Wie, nur in Los Santos ist die Ampelpflicht, ja. Alles ist gut. Das gehört mir nicht mehr zu Los Santos. Nur in der Stadt, glaube ich. Steht sie irgendwo? Nur in Los Santos. Jetzt ist die Frage, ist damit die ganze Insel gemeint? Oder die Stadt? Und ich glaube, nur die Stadt zählt als Los Santos. Also. Ach, jetzt muss ich doch auf dem Haus. Okay. Ja, dann könnt ihr im nächsten Part sehen, wie ich das weitermache. Da dieser Job doch nicht zu Ende ist und noch ein bisschen dauert. Werde ich das Ganze im nächsten Part fortführen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Bis dann und tschüss.